Deutschland will das Land von heute an anerkennen. Die Vereinten Nationen schicken. Die Regierung in London ist indirekt in den Skandal verstrickt. Einer der Beschuldigten hatte als Kommunikationschef für Premier Cameron gearbeitet. Der Bundesrat hat dem stufenweisen. Er wurde vorübergehend festgenommen. Auch ein ehemaliger Reporter des Blattes kam in Gewahrsam.